Hartmut Sieg ist Unternehmensberater, Trainer, Speaker und Autor über 10 Büchern. Apropos Bücher, ich bin durch seinen Amazon-Bestseller auf ihn aufmerksam geworden, und zwar der Key Account Manager. Denn er ist im Bereich Key Account Management der Experte dafür. Er hatte schon Unternehmen wie Würth, Daimler, Porsche, Bosch trainiert. Und heute wird es vor allem darum gehen, was das Key Account Management ist, was der Key Account Manager macht und auch weitere Themen. Also wenn du ein junger Vertriebler bist oder am Anfang vom Vertrieb stehst und die Erfahrungen und Tipps von Hartmut Sieg dazu wissen willst, dann hör jetzt zu. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to the Sales and Selling Radio. Together with Murat Shahan, you'll learn from world-class distributors who make millions of sales with their unique strategies. In each episode, inspiring interviews with experts from many sectors await you. Be practical, tactical, tried and tested. Herzlich willkommen zu Sales and Selling Radio. Ihr werdet heute einen geilen Interviewgast zu hören bekommen, und zwar wie angekündigt, Hartmut Sieg. Hartmut, wie geht's dir? Mir geht's super, Murat. Ich hoffe dir auch. Alles okay? Alles top. Danke dir. So, Hartmut, erzähl uns doch mal kurz deine Story, wie du zum Unternehmensberater wurdest und woran du aktuell arbeitest. Gerne. Geboren wurde ich nicht als Unternehmensberater, sondern ich habe angefangen als Softwareentwickler ganz weit weg vom Kunden und ganz weit weg von der Beratung. Habe berufsbegleitend Wirtschaftsingenieur gemacht, bin dann 2 Jahre noch immer noch in der Softwareentwicklung nach Antwerpen gegangen, also nach Belgien. Und dann gab es eine riesengroße Möglichkeit bei uns, die hieß so ein bisschen Techniker werden zu Vertrieblern. Da habe ich mich beworben, hatte das Glück dabei sein zu dürfen, habe dann ein tolles Ausbildungsprogramm noch bei uns im Unternehmen bekommen und bin dann in den internationalen Vertrieb von Investitionsgütern gekommen, hauptsächlich in der Region EMEA, also Europa, Mittlerer Osten, Afrika. Habe dann berufsbegleitend noch ein MBA draufgesattelt, wurde Key Account Manager, dann Leiter Key Account Management, und das Thema hat mich dann dermaßen geflasht und fasziniert, dass bei mir so ein bisschen die Frage aufkam, was sind eigentlich so kritische Erfolgsfaktoren, wie kann man das Thema Key Account Management weiter professionalisieren, und bin dann 2002 rausgegangen aus der Industrie und seitdem Unternehmensberater, Trainer mit der Fokussierung auf Key Account Management und begleite Unternehmen bei der Einführung und Weiterentwicklung von Key Account Management Strukturen. Okay, und was war so der Grund, wieso du jetzt Unternehmensberater wurdest? Ich meine, du hast studiert und dann wurdest du Key Account Manager. Und was war eben der Grund, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt muss ich Unternehmensberater werden? Hat dir das Angestellten-Dasein nicht gefallen oder? Du meinst, ich hätte auch was Anständiges machen können und keinen Unternehmensberater machen können. Das typische Bild von Verkäufern und Unternehmensberatern. Aber total coole Frage. Mhm. Also der Auslöser war erstmal nochmal dieses, was sind kritische Erfolgsfaktoren im Key Account Management? Also das Thema hat mich fasziniert, ja, weil ich bei uns im Unternehmen selber feststellen musste, wir haben zwar Key Account Management genannt, aber haben wir wirklich Key Account Management gelebt? Haben wir kontinuierlich versucht, das wirklich nach vorne zu bringen? Hat unser Vorstand Key Account Management verstanden? Also das war so inhaltlich der Aspekt. Nummer 2, ich war schon immer so ein bisschen latent dabei, eigentlich zu sagen, eigentlich möchtest du in die Beratung. So, und Nummer 3 war, dass ich für mich selber auch festgestellt habe, das war auch nicht der Auslöser, aber es war einer der kleinen Ziegelsteine, die so aufeinander entstanden, dass ich für mich selber festgestellt habe, ich bin keine perfekte Führungskraft, sondern ich kann das Thema Konzepte, Beratung, Training, Leute begeistern, das kann ich, Menschen führen wirklich in einem Team mit Personalverantwortung, das liegt mir nicht, da leiden Menschen unter mir. Und dann war das alles so zusammen, da gab es eine riesengroße Chance 2002, das war das Thema der UMTS-Lizenzversteigerung, da gab es ein tolles Projekt, da hatte ich die Chance reinzusteigen und dementsprechend bin ich in die Beratung gekommen und seitdem mit Begeisterung dabei. Okay, und du hast gesagt Beratung, dir gefällt es sehr zu beraten, war das schon immer so oder wann ist dir das so aufgefallen, dass du Menschen sehr gerne berätst? War das schon zum Beispiel in der Schule so, ist dann keine Ahnung, in der Schulzeit deinen Freunden irgendwo in irgendeiner Lebenssituation dann geholfen hast? Nee,
Okay. Nee, also nicht, also bestimmt irgendwie geholfen, aber jetzt nicht so wie man das vielleicht so irgendwie beratungstechnisch da so denkt. Also ich habe es in dem Augenblick gemerkt, als ich die Chance bekommen hatte, ja mit diesem Team die Key Account Management Strukturen bei uns im Unternehmen weiterzuentwickeln, zu professionalisieren, international auszurollen. Und dann war der Punkt, du musst dir dann irgendwann mal wirklich systematisch Gedanken machen, wie machst du das eigentlich? Das ist dann immer auch so ein großes Wort, so Change Management Projekt, was dahinter steckt. Ja, also wie bringst du deren Rest der Organisation dazu, es zu tun? Was sind dabei so kritische Erfolgsfaktoren? Was ist eigentlich State of the Art Key Account Management? Auch noch so ein Begriff, ja. Und dieses konzeptionelle Arbeiten, das habe ich gemerkt, das liegt mir schon sehr. Und das war allerdings auch schon immer im Studium oder sowas dabei. Ich bin eher so ein strukturierter Typ. Also wenn du die Fadenlehre im Verkauf nimmst, ich bin eher so ein blauer Typ. Also strukturiert arbeiten, das mag ich. Ja. Und da lag die Beratung dann irgendwann nahe. Okay. Und wir reden jetzt die ganze Zeit über Key Account Management. Hier gibt es bestimmt auch ein paar Zuhörer, die sich jetzt fragen, What the fuck soll das sein, Key Account Management? kannst du es mal kurz erklären? Weil ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch deinen Amazon-Bestseller, der Key Account Manager. Und dann habe ich mal die Bestseller bei Key Account Management angeschaut. Und da war die ganze Zeit dein Name. Hatten Sie Key, hatten Sie dort. Da habe ich halt direkt bemerkt, okay, du bist der Experte, wenn es um Key Account Management geht. So, was ist Key Account Management? Eine super gute Frage. Ja. Und jetzt muss man vielleicht fairerweise auch sagen, ich würde ganz gerne ein bisschen Farbe reinbringen, was Key Account Management wirklich ist. Und damit möchte ich niemanden auf die Füße treten. Wir haben heute so eine Situation, wo viele sich Key Account Manager nennen, aber eigentlich ein Außendienstmitarbeiter sind. Ja? Key Account Management ist so mittlerweile so ein Begriff, den jeder gerne auf der Visitenkarte hat. Und ich würde euch ganz gerne mal ein bisschen Farbe reinbringen, auch deiner Community so ein bisschen mal 4 Begriffe sauber einzuordnen und dann mal reinzugehen, wo bin ich eigentlich und wo kann ich da auch meinen größten Mehrwert bringen. Also Nummer 1, was ist eigentlich klassischer Regionalvertrieb? Die klassische vertriebliche Organisationen, die wir überall im Unternehmen haben. Du hast, nehmen wir mal an, so einen Postleitzahlenbereich, für den bist du verantwortlich. Du kennst deine Produkte, Dienstleistungen, liebst sie. Du hast eine Reihe von Kunden. In der Regel hast du 50, 100, 150, 500 Kunden in deiner Verantwortung, die du regelmäßig besuchst und versuchst, das Geschäft nach vorne zu bringen. Was steht im Fokus? Transaktion, das nächste Geschäft. Und wenn man jetzt mal die nächste Stufe nimmt, jetzt kommt das Wort Account Management, also noch gar nicht mal Key Account Management, aber Account Management, was wäre jetzt anders? Eigentlich heißt Account Management, jetzt stellen wir nicht mehr irgendwie eine Vertriebsregion oder ein Produkt in den Mittelpunkt, sondern einen Account. Und das ist in der Regel ein Kunde. Und wir würden diesen Kunden wirklich bedienen, wo immer er ist. Nehmen wir hier bei uns im Süden der Republik und nehmen wir mal Österreich noch dazu. Die Firma Liebherr, kennt vielleicht der eine so Kräne und sowas machen die alles. Und die haben Werke in Österreich und in Deutschland. Und jetzt würde sich wirklich mal jemand um den Kunden Liebherr kümmern mit all seinen Werken. Muss er deswegen wirklich alle Werke selber besuchen? Nein, das kann ja auch ein Kollege wieder aus dem Flächenvertrieb machen. Aber jemand hätte die Verantwortung für die Geschäftsbeziehung zu diesem Account. Und jetzt kommt das Wort Key Account Management, deine ursprüngliche Frage. Mhm. Was ist denn ein Key Account? Ein Key Account ist ein Account, Achtung, ich sage bewusst mal nicht Kunde, weil das ist meistens der Fall, aber nicht unbedingt immer, das ist ein Unternehmen, was eine unheimlich wichtige strategische Bedeutung für uns hat. Das kennst du klassisch. Früher hat man immer das Pareto-Prinzip hergezogen und hat immer gesagt, es gibt diese 80-20-Regel im Vertrieb, ne? Also 20% der Kunden machen 80% vom Umsatz. Und was hat man früher gesagt? Mensch, wenn wir doch von wenigen Kunden abhängig sind, dann sind das doch ganz wichtige Kunden, bedeutende Kunden. Das sind sogenannte Key Accounts. Und das waren, dementsprechend kam das Key Account Management auf. Heute haben wir einen ganz anderen Treiber da drin. Es ist mehr das Wort der Komplexität. Internationale Kunden stecken dahinter und so etwas. Und mehr die Frage, wer ist eigentlich derjenige, der am Ende des Tages Kaufentscheidungen nach vorne bringt, entlang der Wertschöpfungskette. So, und Key Accounts sind also die Top, und Achtung, jetzt kommt eine ganz bösartige Zahl, die Top 15, vielleicht noch 20 Kunden, die so ein Unternehmen hat oder Accounts, die es bedient,
um das Geschäft von morgen maßgeblich nach vorne zu bringen. Und jetzt siehst du schon, wenn du die meisten Key-Account-Menschen heute fragst, die sagen, wie viele Kunden hast du in der Verantwortung, die sagen plötzlich, ich verantworte alleine schon 35 Key-Accounts. Und das ist nicht wirkliches Key-Account-Menschen, sondern wir reden wirklich über die Eisbergspitze, die du in einem Kundenportfolio dann verantwortest oder wie gesagt auch Unternehmen, die für uns wichtig sind, um einen Markt zu bearbeiten. Und lass mich vielleicht noch ein viertes Wort mit reinbringen, was wir in Deutschland auch gerne noch mit in einen Suppentopf reinwerfen. Und das ist das Wort Großkundenmanagement. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, oder? Und was ist eigentlich Großkundenmanagement? Ist Key Account Management, Großkundenmanagement eigentlich identisch? Es ist nicht identisch. Ein Großkunde kann ein Kunde sein, mit dem machst du viel Umsatz. Der hat aber keine hohe strategische Bedeutung. Entscheidungswege werden ganz schnell getroffen, weil du sprichst mit dem Inhaber des mittelständischen Unternehmens, der sagt Hü oder Hot. Der hat aber für dich in Summe auch keine große strategische Bedeutung, macht aber wirklich viel Geschäft mit dir. Das ist ein Großkunde. Ein Key Account ist strategisch sehr bedeutsam für uns, sehr komplex in der Regel. Und mit dem können wir wirklich so ein bisschen die Zukunft von morgen gestalten. Also das ist mal so ein bisschen die Reise und sehr häufig, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, vermengen wir diese Begriffe immer im täglichen Leben und wir verwechseln auch noch eine ganz entscheidende Geschichte. Key Account Management ist kein Vertriebsansatz, sondern Key Account Management ist ein Unternehmensansatz. Genau, darauf wollte ich jetzt eingehen. Also Key Account Management heißt dann, okay, ich habe einen Kunden, dann nehme ich den besten Kunden aus der Liste raus, beispielsweise. Und heißt dann, ich habe gar keine Leads, ich hab die Kunden schon und ich arbeite nur mit den Besten zusammen. Das ist das Key Account Management. Ein Stück weit das ist ein total cooler Punkt, was du raufbringst. Lass mich mal eine Definition von Key Account Management reinbringen, die nicht ganz compliance-fähig ist. Key Account Management bedeutet, du fokussierst deine limitierten Unternehmensressourcen und deine eigenen limitierten Ressourcen auf die wichtigsten, sagen wir gerade mal jetzt Kunden, auf die wichtigsten Kunden, um das Geschäft weiter voranzubringen. Und da sagen die meisten noch ja. Und jetzt käme aber dann das Komma, das heißt, du bist bereit, andere Kunden zu diskriminieren, nämlich dann nicht so gut zu bedienen. Was würde das so klassisch heißen? Stell dir vor, du hast irgendwelche Waren. Nehmen wir einfach mal Hydraulikzylinder. So, und jetzt hat ein Key-Account, braucht 5 Hydraulikzylinder und ein anderer Kunde braucht 5 Hydraulikzylinder. Gleich, die Bestellungen kommen gleichzeitig rein. Du hast aber nur 5 Stück auf Lager. Wer kriegt's? Und jetzt muss es im Unternehmen einen Mechanismus geben, der sagt, ein Key-Account hat bei uns eine Vorrangschaltung. Ja, und das wäre so Key-Account-Management. Oder hast du vielleicht auch mal so ein Kunde zahlt nicht, warum auch immer, die Rechnung einfach nicht bezahlt. Was passiert in einigen Unternehmen? Im schlimmsten Fall passiert jetzt was, dass die Finanzbuchhaltung sieht, Kunde hat nicht gezahlt, setzt ihn automatisch auf Lieferstopp. Absolut No-Go im Key-Account-Management. Da muss irgendwie ein Prozess hinterlegt sein, der sagt, hoppla, es ist ein Key-Account, Sonderschleife, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Key Account wird angetriggert, spricht nochmal mit dem Account, mit dem Key Account, was ist passiert, woran liegt's, oder er kriegt nochmal eine Sonderkarenz, was immer es ist. Also von daher, das ist so ein bisschen, wie du sagst, man fokussiert sich ein Stück weit auch auf die wichtigsten Accounts oder in Anführungsstrichen, man macht ja nicht nur Key Account, man hat ja auch andere Kunden, aber man muss schon bereit sein, diese Accounts auch besonders zu bearbeiten. Okay, der Unterschied zum Vertrieb ist dann, der Vertrieb geht hin, oder ich frage mal so, gehört der Key Account Management dann auch zum Vertrieb? Ja, also wenn du ganz klassisch, wo ist der Key Account Manager oder die Key Account Managerin beheimatet, wo sitzt sie oder er im Vertrieb? Ganz klassisch, ja. So, ob jetzt irgendwo wirklich in der gleichen Organisation oder ob wir einen extra Strang haben, der heißt dann wirklich Key Account Management und es gibt einen Leiter Key Account Management und es gibt einen Leiter Flächenvertrieb oder sowas. Das ist jetzt immer Organisationen, die kann man unterschiedlich aufsetzen. Aber wo ist er beheimatet? Im Vertrieb, genau richtig. Okay, und aber der Unterschied zum klassischen Vertrieb ist ja dann, der klassische Vertriebler, der geht hin und akquiriert diesen Kunden. Und beim Key Account Management ist es dann so, der versucht dann mit dem besten Kunden dann über einen längeren Zeitraum mit ihm Geschäfte zu machen. Zumindest versuchen wir das, ja. Okay.
Ist das der Unterschied oder gibt es da auch andere Faktoren? Lass mich vielleicht mal ein ganz typisches Beispiel bei uns hier im Schwabenländle nehmen. Also wir haben ja viele Automobilunternehmen hier, die Daimlers und die Audis und die Porsches dieser Welt. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal Folgendes an. Wir sind ein Zulieferer in der Zulieferer in der Automobilindustrie. Ja. Schwieriges Wort. Und nehmen wir mal an, ich nehme nochmal meine Hydraulikzylinder. Also wir liefern Hydraulikzylinder, die liefern wir an wen? An ein Unternehmen, an einen Maschinenbauer. Und dieser Maschinenbauer macht große Pressen da draus und diese Pressen gehen wohin? Die verkauft er an den Daimler. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Wir sind ja nur den, der diese Zylinder herstellt und eigentlich ist unser Kunde der Maschinenbauer. Aber wer schreibt gegebenenfalls sogar die Zylinder vor, von welcher Firma sie kommen? Es ist an der Ecke nicht der Maschinenbauer, der hat gar nichts zu sagen, sondern wer wirklich die Spezifikation vorschreibt, ist der Herr Daimler, ist der Herr Porsche und wie sie nicht alle heißen. Das heißt, wo muss ich hin, wenn ich Zylinder wirklich in der Automobilindustrie verkaufen will? Ich muss an diesen sogenannten OEM, an diesen Endkunden dran und ich muss dafür sorgen, dass der Daimler mich in die Spezifikation reinschreibt, sodass der Maschinenbauer, der den Auftrag hat, jetzt eine Presse herzustellen, gar keine Chance hat. Er muss meine Zylinder nehmen. Und das ist klassisch. Das heißt, du machst einen Account, den Daimler, der ist ein Key-Account für dich. Mit dem machst du vielleicht direkt sogar 0 Euro Umsatz. Aber den musst du bearbeiten, um möglichst erfolgreich im Automobilsektor unterwegs sein zu können. Ja, also das ist auch noch ein ganz entscheidender Unterschied. Im normalen Vertrieb kümmern wir uns immer um zahlende Kunden, nenne ich es mal. Und im Key-Account-Management sehr häufig eher um diejenigen, die wirklich was zu sagen haben. Das heißt dann, okay, es geht mehr um den Prozess dann, diesen Geschäftsprozess, dass ich dann indirekt den Kunden anspreche und beim klassischen Verkauf dann direkt den Kunden anspreche. Exakt, exakt. Okay. Genau. Ne? Wie gesagt, es kann auch sein, dass du wirklich auch einen direkten Kunden als Key Account bezeichnest, weil er direkt hohes Volumen hat, hohe Komplexität hat, etc. Okay, und was würdest du sagen, warum ist es dann so wichtig für beispielsweise kleinere Unternehmen, darauf zu achten? Für mich gibt es halt einen dramatischen Wandel überhaupt in diesem B2B-Umfeld. Also was heißt das, wenn du mal so 20 Jahre zurückgehen würdest irgendwo und sprichst mit alten Verkäufern, was haben die früher gemacht? Die waren in ihrer Region unterwegs, die haben die sehr häufig sogar die technischen Ansprechpartner beim Kunden im Werk vor Ort gekannt. Die haben sich alle geduzt, die haben abends ein Bier zusammengetrunken, die haben die Leute zur Messe eingeladen und abends wurden nochmal ein Fassbier ausgetrunken sozusagen. Also ich sag mal sowas, ganz extrem. Man hat viel über Beziehungen gemacht und persönliche Kontakte rein in die Technik. Heute reden wir plötzlich über, du musst einen internationalen Rahmenvertrag haben, um überhaupt irgendwo Geschäfte machen zu können. Wir reden plötzlich über irgendwelche Aufträge, die über Plattformen laufen, über die Spieletheorien, die Vergabe maßgeblich bestimmen. Wir reden über Aspekte, dass Lead-Buyer-Konzepte auf der Kundenseite eingeführt werden. Das heißt, ein Werk in Brasilien ist maßgeblich dafür, ob ich meine Hydraulikzylinder in Deutschland verkaufen kann. Das heißt, es reicht gar nicht mehr, Kontakt in die Firmenzentrale zu haben, sondern ich muss die Jungs und Mädels kennen, die da irgendwo in Brasilien, ich weiß gar nicht, wo Brasilien liegt, ganz weit weg ist. Ja, also was ich damit sagen will, ist ein bisschen, die Anzahl der Lieferanten wird heute nach wie vor drastisch reduziert. Und weil du gerade so gelacht hast, also ich nehme mal das Beispiel, um dir wirklich zu sagen, wie schnell das passieren kann. Ein Kunde von mir, der saß in Düsseldorf, einer seiner größeren Kunden war die Firma Vodafone. Vodafone hatte damals ihre Firmenzentrale, hat es glaube ich immer noch, auch in Düsseldorf. Und was war? Die kannten sich alle. Alles war easy peasy. Sie sind immer schnell rübergegangen, auch mittags einen Kaffee getrunken. Alles war gut. Aber das waren so indirekte Kunden. Das war direkter Kunde. Ah, war direktes okay. Geschäft. Alles gut, ja. Okay. Und plötzlich kam Schreiben rein ins Haus und sagte, lieber Zulieferer, wir haben ein sogenanntes Lead-Buyer-Konzept umgesetzt und zukünftig werden die Ingenieurleistungen, die Sie erbringen, zentral für alle unsere Tochtergesellschaften in Luxemburg beschafft und beauftragt.
Die hatten keine Ahnung, ich sag mal bewusst, wo Luxemburg auf der Karte war. Sie kannten keinen in Luxemburg. Sie wussten gar nicht, wie die Organisation da aussieht. Und das passiert relativ zügig. Ja? Entscheidungen werden heute international getroffen. Und Prozesskostenbetrachtung werden heute wesentlich wichtiger, weil wenn du nur noch auf ein Produkt dich fokussierst, dann bist du relativ schnell erstens austauschbar und wir haben eine hohe Transparenz einfach, was Kostenstrukturen und auch Preise für einzelne Artikel angeht. Also das heißt ein Stück weit, ich behaupte, dass die Bedeutung von Key Account Management, von Key Account Management Techniken noch dramatisch zunehmen wird, weil die Komplexität auf der Kundenseite zunimmt. Entscheidungsprozesse werden komplexer, internationaler. Und wenn wir überhaupt morgen noch Geschäft machen wollen, müssen wir anders auf die Kunden zugehen, wie wir es heute bisher getan haben. Aus Postleitzahlenvertrieb wird professionelles Account oder letztendlich dann für wenige Ausgewählte auch ein Key-Account-Management. Okay, es liegt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch an der Globalisierung. Es verändert sich alles, es wird alles, man ist schneller vernetzt und etc. Absolut. Also nehmen wir nochmal das Extrembeispiel. Also wir gehen mal 40 Jahre zurück, so extrem. Da gab's, ob es da irgendeinen Lieferanten, stell dir mal vor, da gäbe es einen Lieferanten, der kommt aus Frankreich, also ich rede gar nicht mal von China, der käme aus Frankreich und der könnte was ganz Tolles hier verkaufen. Der hätte schon gar keine Chance gehabt, weil vor 30, 40 Jahren hätte der selbst beim Daimler, beim VW, der hätte sich mit gar keinem unterhalten können. Weil entweder du konntest Deutsch und du warst ein deutsches Unternehmen oder du warst raus. Mhm. Und wenn du mal heute guckst, wir reden plötzlich alles nur noch über internationales Account Management. Entweder du musst weltweit liefern können, du musst den Kunden auch weltweit bedienen können und auch der selbst die zentrale Ansprechpartner beim Kunden erwartet einfach, dass du aussagefähig bist zu dem Projekt, was gerade in China mit dir läuft. Ja, und wenn du das nicht bist, hast du ein Problem. Okay, und du hattest ja gerade eben ein Beispiel mit dem indirekten Kunden. Mhm. Wenn der Kunde dann irgendwas anders machen will, beziehungsweise oder auch irgendwas etwas produziert hat, was schneller ist, was besser ist von der Qualität her, kann er dann auch zu Daimler gehen und sagen, die Qualität ist jetzt besser geworden, ich verlange aber dafür mehr Geld von dir. Oder muss er dann zu diesem Maschinenbauunternehmen gehen? Also ist es dann immer noch Key Account Management? Es ist ein, nochmal, vielleicht andersrum. Aha. Was ist Key Account Management? Ne? Key Account Management, ich sage wirklich, mit welche Unternehmen im Markt haben für mich eine hohe strategische Bedeutung? Also, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, nehmen wir nochmal Automobil. Mhm. Wenn du wirklich den Markt im E-Mobility-Bereich so ein bisschen mitbewegen willst, wo musst du heute hinliefern zur Firma? Tesla. Mhm. Na? Mhm. Das heißt, wenn du heute ein Zulieferer von Tesla bist, dann wird dich tendenziell auch der VW, der Daimler, der BMW mit offenen Armen empfangen, weil sie dir dann plötzlich Kompetenz zuschreiben. Also, wer ist heute durchaus plötzlich ein Key-Account für dich? Der Tesla, weil er dir hilft, dementsprechend einen Markt zu öffnen, zu machen und zu tun. Bringt er deswegen große Stückzahlen? Wenn du den Tesla vergleichst mit dem VW am Ende des Tages, sind das kleine Stückzahlen heute noch, ja? Aber ist er ein großer Türöffner? Ja, deswegen ist es im Moment für uns ein Key-Account. Also ein strategischer Account, der uns hilft, wirklich das Geschäft nach vorne zu bringen. So, und das kann ein direkter oder indirekter sein. Das hängt dann wieder wirklich davon ab, was du auch machst, ja? Okay. Okay, und wenn ich jetzt als Zulieferer jetzt mit Tesla zusammenarbeite, ich habe aber eine einmalige Zusammenarbeit mit ihm, wie kann ich es dann schaffen, dass von dieser einmaligen Zusammenarbeit eine langfristige Partnerschaft wird mit Tesla? Das ist eine coole Frage. Mhm. Und ich habe einen heiden Respekt davor, die so einfach so locker flockig zu beantworten. Ich würde mal gerne zwei Aspekte reinbringen. Du hast ja vorhin gefragt, warum ist Key Account Management vielleicht auch so wichtig für jüngere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, vielleicht sogar Startups. Mhm.
Wenn du heute beim Tesla, beim Daimler, beim Bosch, beim VW, beim Bayer, beim BASF und wie sie nicht alle heißen, bei den großen Schlachtschiffen überhaupt irgendwo reinkommen willst, was musst du dann haben? Du musst heute eine Lieferantennummer haben, idealerweise einen existierenden Rahmenvertrag. Dann steht dir die ganze Welt des Unternehmens sozusagen als Vertriebspotenzial zur Verfügung. Wenn du diese Eintrittshürde nicht hast, dann wird das Leben unheimlich schwer. Oder andersrum ausgedrückt, wenn du es hast, dann hast du ein richtig gutes, cooles Fund, was du dann auch nutzen musst, um einen Kunden weiter auszubauen. Beispiel, ich habe letztes Jahr einen großen Auftrag von der Firma Bosch bekommen, habe anschließend die Analyse gemacht, habe den Kunden gefragt, gestatten Sie mir eine Frage, warum haben Sie sich gerade für mich entschieden? Und dann hoffst du auf Antworten, die heißen, Sieg, du hast über 10 Bücher geschrieben, du hast jede Menge Know-how, du bist der Papst auf Erden zum Thema Key Account Management, du hoffst auf so viele Argumente. Und was sagt der Kunde? Das haut sich völlig um. Sieg, du hattest einen Rahmenvertrag. Das heißt, es war so einfach und schnell, mit dir das Geschäft zu machen. Ja, genau, das verkraftet man gar nicht so einfach. Da muss schon ein, zwei Flaschen abends dann trinken. Das ist schon der Hammer. Und was ich damit sagen will, ist, deine Frage ist ja, wie kann ich das Geschäft dann sozusagen weiter ausbauen? Gerade für Unternehmen, die es einmal schon heute geschafft haben, eine Lieferantennummer zu haben, das ist wirklich schon Gold wert. Mach alles, damit du das wirklich ausbauen kannst. Ja. Würde ich also den Kunden dann komplett auch zu verstehen, welche Tochtergesellschaften bediene ich heute noch nicht? Wo, sage ich mal, in irgendeiner Form gibt es vielleicht andere Geschäftsfelder, die ich heute noch gar nicht bediene? Also wirklich eine saubere Kundenanalyse mal zu machen. Und der zweite Gedanke, den ich gerne mit reinbringen würde, also Lieferantennummer und dann saubere Potenzialanalyse über alle Unternehmensbereiche und Landesgrenzen hinweg. Und der zweite Aspekt, den ich gerne reinbringen würde als Gedankenanstoß für deine Community wäre, hört sich jetzt ein bisschen kundenunorientiert an, aber ich glaube schon, dass man drüber nachdenken muss, wie schaffst du es heute, Verträge so aufzusetzen, dass dein Kunde, ob er will oder nicht, mit dir auch eine Partnerschaft über einen längeren Zeitraum durchlebt. Weißt du, Märkte ändern sich heute so schnell. Die Firma Monsanto in den USA wurde von Bayer aufgekauft. Du bist Zulieferer von Monsanto. Was passiert jetzt mit dir? Fliegst du raus und die Bayer-Jungs nehmen alles, was sie mitbringen? Trump sagt plötzlich, wir haben plötzlich hohe Einfuhrzölle. Schön für dich, dass du gerade den falschen Kunden bedienst sozusagen. Also was ich damit sagen will ist, wie schaffen wir mehr Verbindlichkeit in die Verträge reinzukriegen? Also wie kriegen wir ein Stück weit das große Wort der Abnahmemengenverpflichtung, nenne ich es jetzt mal so unter uns, wie kriege ich das eigentlich wieder in diese Verträge rein? Ja, dass Kunden wollen keine langfristigen Partnerschaften, die wollen langfristig zuverlässige Lieferanten, die sie morgen auch wieder rauskicken wollen. Und wenn du diese Ehe am Laufen halten willst, dann musst du in irgendeiner Form auch nochmal bösartig ausgedrückt und nur als Gedankenimpuls musst du auch auf Dauer Verträge aufsetzen, wo ein Kunde auch nicht rauskommt. Damit meine ich nicht irgendwelche Knebelverträge oder sonst was, aber ich glaube schon, wir müssen überlegen, wie halten wir den Kunden einfach lange vertraglich bei uns. Was genau meinst du mit Lieferantennummer? Also Lieferantennummer in dem Sinne, okay, dass der Kunde sich dann einprägt, der ist richtig geil, der macht richtig geile Produkte für uns. Ich will nur noch den? Oder was meinst du genau? Nee, ich meine sogar ganz banal eine Lieferantennummer. Das heißt einfach, du hast eine 6- bis 9- bis 12-stellige SAP-Nummer und bist als Lieferant gelistet. Weißt du, wenn du dir viele Kunden heute anschaust, was ist die Realität? Die haben seit vielen Jahren ein großes Ziel, die Anzahl der Lieferanten zu reduzieren. Teilweise haben Unternehmen wirklich die Anzahl der Lieferanten um 50% und mehr geköpft. Ja, das heißt, jeder zweite Zulieferer ist heute nicht mehr an Bord. Und wenn du heute eine Lieferantennummer immer noch hast, Beispiel, wenn ich egal ob ich beim Daimler unterwegs bin, beim Bayer, bei einer BASF, beim Bosch, die Jungs, die erste Frage, die immer kommt, lieber Herr Sieg, wir glauben Ihnen alles. Frage Nummer eins des Lebens ist, haben Sie eine Lieferantennummer? Haben Sie einen Rahmenvertrag? Und wenn du dann der Fachabteilung rüberbringen kannst, ich habe eins, ich habe den goldenen Schlüssel, wir können miteinander reden. Dann kommt ein großes Durchatmen und dann kannst du über das Geschäft reden. Und wenn du diese Einstiegshürde aber nicht hast, nicht genommen hast, das heißt, du versuchst jetzt als Murat mit deinem neuen kleinen Startup frisch beim Bosch reinzukommen,
dann hast du es unheimlich schwer, weil die Hürde alleine, dich neu aufzunehmen, zu listen, dermaßen hoch ist. Und deswegen sage ich, wenn du schon mal diesen goldenen Schlüssel in der Hand hast, du bist schon mal Lieferant, und das war ja die Grundvoraussetzung, die du reingebracht hast, deine Frage, du hast heute schon Geschäft, wie kannst du das Geschäft möglichst weiter ausbauen? Sage ich, dann ist es der Schlüssel, den musst du nutzen. Und bevor du andere DAX-Konzerne oder was auch immer für große Dinge angehst, versuch diesen Kunden wirklich auszubauen. Okay, für die Zuhörer, die noch kein Startup bzw. ein Unternehmen, irgendwie keine Erfahrung dabei haben, wie bekommt man diese Lieferantennummer? Indem man zum Beispiel einmalig dann irgendwas liefert, dann hat man diese Lieferantennummer, oder? Genau. Nur wenn man einmal liefert, oder wie? Genau, also in der Regel, sagen wir, wenn du eine Kleinigkeit jetzt lieferst, wir würden beide jetzt einfach hier alle Podcasts auf eine DVD brennen und wir verkaufen die DVD für 1.000 €, dann hast du noch keine Lieferantennummer, ja? Also dazu sind die Beträge zu klein. Aber wenn du jetzt einmal ein Geschäft gemacht hast, dann ein größeres, dann bekommst du durchaus eine Lieferantennummer. Das ist aber auch eine spannende Geschichte, ja? Also verstehe deinen Kunden heute. Heute gibt es strategische Einkaufsentscheidungen. Also es gibt auch nach wie vor Grenzen, unter denen auch Fachabteilungen auch noch ohne das Zutun des Einkaufs bestellen können, dann brauchst du auch keine große Lieferantennummer. Also es gibt so Kleinstbeträge, die sind teilweise sogar 10.000 € oder sowas. Also es ist gar nicht immer so wenig Geld, ja. Aber wenn du einmal drüber kommst, dann musst du qualifiziert werden, dann musst du angelegt werden im System und so weiter und so fort. Okay, der Prozess, ja? Dann. Okay. Exakt. Und das ist ein Haufen Arbeit für die, und das kostet sogar Geld, ja. Lieferantenpflege kostet Geld. Lieferantennummer ist dann auch sowas wie eine Referenz dann. Referenz, genau, habe ich. Also ich habe sie dann. In dem Augenblick, wo ich, dann habe ich ja eine Lieferantennummer, heißt, ich habe ja einmal was geliefert und damit habe ich auch eine Referenz. Okay. Noch keine aktive Referenz, die ich jetzt so richtig nutze mit Herr Müller-Lüdenscheid hat gesagt, dank meiner Dienstleistung und so weiter und so fort. Aber ich habe schon mal etwas, was ich auf meine Webseite packen kann. Ein fettes Dankeschön an dich. Ich schätze es wirklich, dass du auch diese Folge angehört hast. Und damit die Sales und Selling Family und damit noch mehr Top-Verkäufer wachsen, wäre es wirklich nice, wenn du ein ehrliches Feedback auf iTunes da lässt. Unter den Shownotes findest du gleich den Facebook-Link, damit du mir Verbesserungsvorschläge und Fragen schicken kannst. Und in diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Folge. Hau rein und take action!